Willkommen zurück in Garmisch-Partenkirchen. Also, ehrlich gesagt haben wir noch niemanden mit kurzen Hosen gesehen hier heute, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sich das noch ändert. Es ist so mild. 7, 8 Grad werden es inzwischen sein und es ist noch früh. Hier oben, es ist windstill. Und trotzdem werden wir heute eine Weltpremiere erleben, obwohl es ja noch windstill ist, denn der Wetterbericht sagt ein bisschen Wind vorher, 5 Meter pro Sekunde vielleicht, und zwar, ohne die Himmelsrichtung zu nennen, von hinten links von hier oben aus gesehen. Und das bedeutet dann konkret, dass dieses niegelnagelneue Windnetz zum Einsatz kommen wird. Deswegen ist es hier aufgezogen. Das schützt den Flugbereich der Athleten gegen Wind, der, da ist übrigens die Zugspitze zu sehen, der von hier hinten reinzieht in den Hang. Davor wird es schützen. Das ist wunderbar, nachdem es ja im vergangenen Jahr doch richtige Probleme gegeben hat, weil eben genau dieses Windnetz für genau diesen Wind aus dieser Richtung gefehlt hat. Jetzt ist es da. Naja, man will jetzt nicht sagen, auch wenn man es schon gehört hat, hoffentlich kommt jetzt auch ein bisschen Wind. Natürlich nicht. Am besten ist es, wenn kein Wind kommt. Wenn aber dann doch ein Wind kommt, dann ist der Schutz da. Das Ding kann nach dem Wettkampf wieder abgebaut werden. Temporäre Lösung, so nennt sich das. Ist also schön. Im Sommer ist davon nichts mehr zu sehen. Gute Sache. Wenn wir es nicht brauchen, ist es klasse. Wenn wir es denn ein bisschen brauchen sollte und es nützt was, wunderbar. So, 12.30 Uhr, Probesprung. Wird hier klasse über die Bühne gehen. 14 Uhr der Wettkampf. Da unten sollte es, ich glaube, es wird voll. Wie viel da reinpassen, ich weiß es gar nicht genau. Vielleicht 15, vielleicht 20.000 Leute. Das Wetter ist gut, es ist trocken. Es sollte auch trocken bleiben. Bleibt es trocken heute oder wie? Ja. Regnet nicht? Nein. Sehr gut, vielen Dank. Jetzt wissen wir es also verbindlich, es bleibt trocken. Freuen wir uns drauf. Schirme zu Hause lassen, Regenmäntel zu Hause lassen. Neujahrsski springen, 14 Uhr, trocken.